Herzlich willkommen aus unserem Studio am Gendarmenmarkt in Berlin zu unserer Digitalveranstaltung im Rahmen des Zukunftskongresses Staat und Verwaltung, Zukunftskongress Digital 365, eine Reihe, die wir Corona-bedingt dieses Jahr gestartet haben und die doch recht erfolgreich läuft. Wir haben auch heute wieder über 500 Anmeldungen. Ich hoffe auch, dass so viele dabei sind. Herzlich willkommen. Ich möchte vorab erstmal der Mach AG danken, dass sie diese Veranstaltung unterstützt und auch initiiert hat. Und wir haben ein sehr spannendes Thema vom Labor in die Wirklichkeit, Schwerpunkt OZG-Umsetzung, Rolle der Labore. Und ich freue mich, dass wir wirklich vier sehr spannende Diskutanten und Diskutantinnen bei uns haben. Und unter anderem Ernst Bürger, der die Abteilung Digitale Verwaltung im BMI leitet und für die Steuerung der Umsetzung des OZG mitverantwortlich ist. Herr Bürger, ich grüße Sie erstmal herzlich und ich erinnere mich noch an eine Zeit vor Corona, als wir unseren Bundesminister und Schirmherr Herrn Seehofer auf dem letzten Zukunftskongress im BCC bei uns hatten. 3 Stunden war er auf dem Kongress. Er hat Sie da sehr in die Pflicht genommen, was die OZG-Umsetzung angeht in seiner Rede. Und im Anschluss haben Sie ihm dann auf dem Messestand des BMI mal gezeigt, wie so ein Digitalisierungslabor funktioniert. Mich würde interessieren, auch vielleicht für die Zuhörer, dass Sie einmal als Einstieg uns sagen, wo wir mit der Umsetzung des OZG im Moment stehen. Die Finanzierung ist da jetzt auch dank des Konjunkturpaketes mehr als gesichert in meinen Augen. Wir haben im Vorgespräch über 3 Milliarden, sagten Sie, sind da im Haushalt vorgesehen für die nächsten 2, 3 Jahre. Mich würde interessieren, wo stehen wir insbesondere? Was macht der Bund? Und wie sieht es bei den Ländern und den Kommunen aus? Und welche Rolle übernehmen Sie auch in der Steuerung, was diese Bund-Länder-Kommunalbeziehung anbetrifft? Das war ja nie einfach, da in eine gemeinsame Richtung zu laufen. Herr Bürger, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Ja, vielen Dank und erstmal auch ein kräftiges Hallo in die Runde. Toll, dass wir uns wenigstens auf diese Art und Weise sehen. Ich vermisse natürlich den persönlichen Kontakt, auch übrigens den Kongress, den Sie natürlich im Juni auch remote ganz wunderbar organisiert haben. Hoffentlich nächstes Jahr dann wieder live und vor Ort. Würde mich jedenfalls freuen. Auch erstmal nochmal Hallo in die Runde der Mitdiskutanten und dann alle, die zu Hause in den Wohnzimmern und Arbeitszimmern, wo Sie auch immer sitzen, uns zuhören. Ja, Sie haben gefragt, wo stehen wir jetzt gerade? Also beim OZG ist ja so richtig was in Gang gekommen und das merken jetzt auch alle und es fängt auch an, sichtbar zu werden. Das freut mich. Sie wissen alle, dass wir den gesetzlichen Auftrag haben, bis Ende 2022 alle Services der deutschen Verwaltung auch online anzubieten. Daran arbeiten wir natürlich, aber das Tolle ist, eigentlich wollen wir auch mehr. Wir wollen auch noch mehr als nur den reinen gesetzlichen Auftrag, Online-Services anzubieten, umsetzen. Wir wollen natürlich auch prozessoptimierte Verfahren anbieten. Wir wollen das Ganze nutzerorientiert machen. Warum? Weil wir in einer Konkurrenzsituation sind zu anderen Kanälen. Das heißt, wir müssen gute digitale Angebote machen. Wir wollen die Register mit modernisieren. Wir wollen das Once-Only-Prinzip realisieren. Das heißt, wir sind ehrgeizig in Bund, Ländern und Kommunen und wollen eigentlich mehr leisten, als die reinen Blätter des Gesetzes im Grunde von uns verlangen. Dann haben wir natürlich auch in der Tat ein 3-Milliarden-Paket bekommen, was uns dabei unterstützen soll und wird. Das ist natürlich auch nochmal eine wunderbare Ausgangssituation, um jetzt auch nochmal Tempo reinzubringen. Dann ja, merkt man auch, wie ich persönlich finde, dass der Mindset sich richtig verändert hat. Es ist eine unglaubliche Bereitschaft gewachsen, diese Dinge voranzubringen und auch mehr zu machen. Wo stehen wir jetzt so in konkreto? Wir haben ein Dashboard auf der OZG-Website, können Sie sich anschauen. Wir haben 315 Services jetzt online. Da sagen Sie, ups, jetzt plötzlich so viel. Wie kommt das? Natürlich gab es auch schon Services vor der OZG-Umsetzung, plus die, die da hinzugekommen sind. Und 315, um zu sagen, wo da jetzt die Herausforderung und die Challenge ist, ist
Die sind natürlich noch nicht alle in der Fläche deutschlandweit, sondern manchmal nur in einer Kommune oder in einem Landkreis oder in einem Land. Das heißt, wir müssen skalieren in der Fläche und wir müssen natürlich auch noch in der Tiefe, in der Qualität skalieren. Viele von diesen Services sind sogenanntes Reifegrad Modell 2 nach unserer OZG-Umsetzung. Das heißt, man hat einen Online-Antrag, aber es gibt noch keinen digitalen Rückkanal und bis once only ist natürlich, ehrlich gesagt, auch noch ein Stück des Weges. Da müssen wir auskalieren. Das sind jetzt die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Dafür sind wir mit Ländern und Kommunen bei dem Infrastrukturthema natürlich dran, dass wir über ein Portalverbundsystem auch die nötige Infrastruktur anbieten können. Wir werden die EID des Personalausweises verbessern, nutzerfreundlicher machen, auch aufs Smartphone bringen, um einen einfacheren Zugang zu gewähren. Wir haben jetzt überall in Deutschland Nutzerkonten am Start, die weiterentwickelt werden, um die Authentifizierungsfunktion bereitzustellen. Und im Wesentlichen arbeiten wir natürlich im Laborformat auch an den Services. Das ist das Wichtigste. Wir versuchen, das Ganze sehr pragmatisch zu organisieren, um nach vorne zu kommen und Erfolge zu zeigen. Und persönlich habe ich jetzt wirklich das Gefühl, wir haben so ein bisschen so ein Break-Even. Wir können das, was wir konzeptionell angenommen haben, jetzt auch belegen. Auch in der Corona-Krise kann ich ja vielleicht noch später im Detail darauf eingehen, dass man gezeigt hat, was jetzt doch, was wir in der Leistung zu leisten, in der Lage sind. Und das wird jetzt sichtbar. Das werden die Menschen, die Unternehmen da draußen in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mehr spüren. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Vielen Dank. Dann würde ich gern an Christian Rupp weitergeben. Wir kennen uns ja auch schon fast, glaube ich, über 10 Jahre. Digitales Österreich war damals unser erster Begegnungspunkt. Heute sind Sie der CIO bei der Mach AG, dem Partner dieser Veranstaltung. Vielleicht auch zu Beginn eine Frage, wo Sie im Moment eine Bilanz ziehen würden. Wir haben uns ja ehrgeizige Ziele gemeinsam gesetzt. Ich weiß noch, als das OZG als Gesetz geschaffen worden ist, dann waren einige Leute im BMI ganz euphorisch. Meinten, jetzt haben wir ein Gesetz, jetzt kommt das endlich alles, was vorher nicht geklappt hat. Mit dem Gesetz schaffen wir das. Aber wir wissen eben auch, ein Gesetz ist ein Gesetz und die Umsetzung ist am Ende das andere. In Österreich war man ja schon vor einigen Jahren, glaube ich, in einigen Punkten etwas weiter, trotz einer föderalen Struktur. Vielleicht mal Ihr Blick einmal aus Ihrer Vergangenheit. Wo stehen wir jetzt in Deutschland? Welchen Nutzen bringen die Labore? Und vielleicht erzählen Sie uns auch mal, wie funktioniert so ein Labor? Was kommt da wirklich raus? Und wie muss man den Prozess am Ende gestalten, damit aus diesen innovativen Dingen, die da entwickeln, wirklich etwas entsteht, was in der Praxis nutzbar ist? Christian, jetzt kannst du endlich dementieren, dass Österreich besser ist. Ja, moin an alle Teilnehmer. Sie hören, ich habe auch schon gelernt, auf Schleswig-Holstein ist auf Norddeutsch zu grüßen. Ja, also ich glaube, dass mit diesem OZG-Gesetz Deutschland nicht nur einen wesentlichen Schritt nach vorn gegangen ist, sondern eigentlich auch eine Führungsrolle in Europa übernehmen wird. Denn wenn man sich anschaut, die anderen europäischen Länder in der Umsetzung von E-Government, dann sind sie entweder sehr zentralistisch oder bundesgetrieben, ja. Aber dass sich jetzt jemand geeinigt hat auf in dem Fall halt 575 Services, die wirklich auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zur Verfügung stehen, da gibt es nur ganz, ganz wenige. Und das muss man auch rückblickend bei Österreich sagen. Österreich hat natürlich sich immer bemüht, die Services anzubieten, die jetzt in einem E-Government-Benchmark der Europäischen Kommission vorgeschrieben waren, um in diesem Benchmark auch dann auf ersten Platz zum Beispiel zu liegen oder auch jetzt unter den Top 3 zu sein. Aber ich kann nicht flächendeckend in jeder Kommune auf all diese Services, sage ich mal, auch zugreifen. Das heißt, ich glaube, da liegt die große Herausforderung eines föderalistischen Staates, dass ich es schaffe, dass der Bürger, der ja in seiner Kommune verankert ist, eben auch auf kommunaler Ebene alle diese Leistungen angeboten bekommt, egal wer dahinter zuständig ist. Also dieses sogenannte Lebenslagenprinzip, das hat ja wohl Österreich erfunden, bereits 1997 im ersten Bürgerportal HelpGVAT. Ist bereits dieses lebenslange Prinzip quasi genutzt worden, dass ich eben
zur Lebenslage, Geburt, alles finde, was notwendig ist, egal wer dafür zuständig ist. Und das muss ich jetzt natürlich runterbrechen auf die kommunale Ebene, weil dort wird der Bürger zuerst nachsehen. Er weiß ja oft gar nicht, das Landesportal wird er vielleicht noch kennen. Aber ich glaube nicht, dass er alle Bundesportale auswendig kann. Und das Zweite ist, was er machen wird, er wird einfach auf eine Suchmaschine gehen. Das heißt, ich muss es auch schaffen, diese Begriffe so zu verankern, dass sie nicht in einem Amtsdeutsch sind, sondern in einer Sprache, die der Bürger versteht. Diese Search Engine Optimization zum Beispiel. Und für genau diese Dinge sind Labore zuständig. Dass ich quasi in einem Labor das austeste mit den Bürgern, mit den Kunden der Verwaltung oder mit Unternehmen zum Beispiel für Unternehmensservices, was wären denn die richtigen Begriffe? Wie schaut's aus mit dem Thema Usability? Wie schaut's aus mit dem Design eines solchen Services, vielleicht auch mit den richtigen Icons? Versteht das überhaupt der Bürger, dass er auf diesen Button draufdrücken muss? Und das muss ich eben, kann ich relativ einfach in so einem Labor machen. Das sehen wir auch bei anderen europäischen Ländern, die ja schon seit Längerem solche Labore haben. Dort geht es vor allem darum, auch sogenannte Errors, also Fehler vorher schon in einem Labor aufzuzeigen, damit ich die nicht dann nachher in einem richtigen, sage ich mal, Online-E-Government-Service noch einmal mache. Das Zweite ist, wie kann ich dann dieses Service auch ins Backoffice integrieren? Und ich glaube, da kommen gerade die vielen Softwareanbieter ins Spiel, die es in Deutschland gibt, so wie auch die Macher AG. Wie kann ich jetzt hier die Schnittstellen ins Backoffice schaffen? Und da müssen halt auch die einzelnen öffentlichen Einrichtungen und die Labore mit den Softwarebetreibern zusammenarbeiten, um diese Schnittstellen zu generieren. Auf der anderen Seite kann der Bund, und das zeigt ja auch, viele Labore oder Einrichtungen in Europa gewisse Guides vorgeben, Design Guides, Usability Guides, die dann alle erfüllen. Das heißt, es geht sehr viel auch in der Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Wie schauen diese gemeinsamen Standards aus? Und da hat halt Österreich relativ früh mit einem digitalen Österreich-Plattform alle Ministerien, alle Landesregierungen, alle Kommunen mit eingebunden und auch, und ich glaube, das ist auch noch ein wesentlicher Schritt, den man in Deutschland gehen muss, auch Stakeholder wie zum Beispiel die Kammern, die Interessensvertretungen. Weil die haben ja auch die Aufgabe dann, denjenigen mit einzubinden oder ihm auch quasi beizubringen, wie es geht. Also wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel die E-Rechnung. Super, dass das in Deutschland jetzt angegangen ist, dass man hier unter anderem auch mit der Mach AG diese auch implementiert. Aber die Frage ist, wer erzählt jetzt dem Kunden, was eine XML-Rechnung ist, wie er diese anwenden kann. Und da kommt, glaube ich, eine ganz neue Rolle auf Interessensvertretungen zu, wie zum Beispiel die IHKs, dass die dann solche Schulungs- oder Trainingsangebote an ihre Mitglieder, sage ich mal, ausrichten und weiterbieten. Und genau das Gleiche gilt auf kommunaler Ebene. Ich muss halt quasi eine Roadshow machen, Trainingseinheiten, Weiterbildungsangebote geben, dass auch die Kommunen wissen, wie kann ich denn jetzt so ein OZG-Service von einem Marktplatz zum Beispiel holen? Wie kann ich das in mein eigenes Portal integrieren? Wie kann ich Fachanwendungen hier ankoppeln? Wo finde ich denn ein elektronisches Bezahltool? Wo finde ich ein Tool für die elektronische Signatur, für die elektronische Identität? Das wird die Kommune nicht alleine können, da wird sie sich ebenfalls Software oder lokalen Beratern bedienen, aber die müssen genauso in diesem Prozess mit drinnen sein, dass sie wissen, wie das geht und wo ich das finde. Und ich glaube, das ist die große Abstimmung, die jetzt noch notwendig ist, um dann wirklich gemeinsam den nächsten erfolgreichen Schritt zu tätigen. Vielen Dank, Herr Rupp. Jetzt freue ich mich, dass wir Dr. Willer bei uns haben. Er ist der Geschäftsführer des IT-Verbundes Schleswig-Holstein und zuvor war er auch CIO der Stadt Neumünster, also praktisch auch in der Verantwortung für die IT einer Kommune. Mal ganz simpel gefragt, wenn Sie sich diese Szene der OZG-Umsetzung Bund, Länder, Kommunen anschauen, wie läuft es aus Ihrer Sicht für die Kommunen? Was haben Sie schon davon? Wie bringen Sie sich in diesen Prozess ein? Vielleicht auch für die Kollegen hier in Berlin. Was denkt man in den Kommunen über diesen Prozess jetzt?
Was könnte man besser machen? Was würde sich die Praxis wünschen, falls es etwas besser zu machen gibt? Aber wir haben eben ja von Herrn Rupp gehört, wir sind hier auf dem Weg, ein europäischer Champion zu werden. Aber man kann ja sicherlich immer noch das eine oder andere verbessern. Da möchte ich tatsächlich meinen Vorrednern beipflichten, dass wir auch auf kommunaler Ebene, zumindest in Schleswig-Holstein, glaube ich, schon ganz gut unterwegs sind. Unsere Aufgabe hier als ITVSH ist es ja tatsächlich, in dem Spiel OZG-Umsetzung und Digitalisierung den Kommunen auch eine starke Stimme zu verleihen, um eben dafür zu sorgen, dass auch ihre Anforderungen, ihre Wünsche und die Unterstützung bestmöglich gewährleistet ist. Und dafür stehen wir genau als IT-Verbund Schleswig-Holstein, zumindest für die Kommunen in Schleswig-Holstein, genau dieses zu tun. Es ist einfach so, dass ein Großteil der Dienstleistungen der öffentlichen Hand in Kommunen erbracht werden. Das heißt, viele dieser Dienstleistungen werden einfach auf kommunaler Ebene gemacht. Und deswegen halten wir es für sehr, sehr wichtig, dass gerade die Kommunen bei OZG-Umsetzung, bei Digitalisierung eine starke Stimme haben. Und was uns da vom IT-Verbund sehr, sehr wichtig ist, ist eben, dass tatsächlich auch dann beide Seiten der Medaille betrachtet werden. Dass eben nicht nur die eine Seite der Medaille betrachtet wird, also die Online-Antragstellung für unsere Kunden, sondern dass eben dafür auch gesorgt wird, das hat Herr Bürger vorhin schon erwähnt, dass dann tatsächlich solche Anträge auch in den Verwaltungen schön digital weiter bearbeitet werden können. Also der fatal wäre es ja, wenn ein solcher Antrag dann in der Verwaltung doch wieder ausgedruckt werden muss, doch wieder händisch in ein Fachverfahren eingetippt werden muss, in eine Umlaufmappe kommt. Und dafür müssen wir einfach sorgen, dass wenn wir solche Online-Anträge haben, Online-Dienste, dass diese dann auch in den Verwaltungen schön digital weiter bearbeitet werden können. Und die Grundlage dafür, dass dieses dann eben auch passieren kann, wird in den Digitalisierungslaboren, wird vorne in den Prozessen zur Online-Antragstellung gelegt. Und deswegen ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass eben in einem solchen Labor, dass eben bei der Anforderungserhebung für diese Online-Dienste tatsächlich auch der gesamte Prozess betrachtet wird. Nicht nur der Prozess der Online-Antragstellung, sondern auch der gesamte Prozess bis hin im besten Fall zur Bescheiderstellung. Und da ist es für uns eben ganz, ganz wichtig, dass der eigentliche Online-Eintrag eben nur die eine Seite der Medaille ist, sondern wir müssen auch dafür sorgen und dafür sind die Mittel auch ganz, ganz wichtig, die Herr Bürger vorhin erwähnt hat, dass wir in den Kommunen über die entsprechenden Voraussetzungen verfügen, dass die das eben auch können, dass sie über ein E-Akte-System verfügen, dass sie über eine entsprechende Aktenstruktur verfügen, dass sie über die Fachverfahren verfügen, über die sie das können und dass eben tatsächlich dann so ein gesamter Prozess betrachtet wird, der dann eben auch in der Kommune möglichst medienbruchfrei durchgeführt werden kann. Und da macht es einfach Sinn, dass das nicht jede Kommunalverwaltung für sich selber tut, sondern dass man eben, so tun wir es jetzt hier in Schleswig-Holstein, die Kommunalverwaltung bündelt und schaut, dass man die Herausforderungen, die ja für jede Kommunalverwaltung die gleiche sind, zusammen bearbeitet und versucht, an gewissen Stellen auch gemeinsame Lösungen zu schaffen, von denen dann jede Kommunalverwaltung profitieren kann. Weil es macht einfach Sinn, solche Lösungen dann zumindest in Schleswig-Holstein 150 Kommunalverwaltungen zur Verfügung zu stellen. Und eben nicht nur einer, dass da jeder nicht sein eigenes Süppchen kocht, sondern solche Lösungen gemeinsam erarbeitet werden, weil dann entsprechende Skalierungseffekte erzielt werden und nicht jede Kommune selbst so ein Problem lösen muss, sondern dass man es gemeinsam löst. Und dann wird, glaube ich, tatsächlich aus OZG-Umsetzung und Digitalisierung auch auf kommunaler Ebene einen Schuh draus, von dem alle am Ende des Tages profitieren können. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Professorin Dr. Maureen Heine. Sie ist Professorin für E-Government und Open Data Ecosysteme oder Ecosystems
an der Universität zu Lübeck. Herr Bürger, das hätten wir uns vor 20 Jahren auch nicht gedacht, dass es mal Professorinnen vor allem auch für E-Government gibt. Wenn ich richtig informiert sind Sie sehr praktisch auch involviert in ein Digitallabor in Lübeck, was, glaube ich, von der Universität und von MACH gemeinsam betrieben wird. Können Sie ja gleich mal erklären. Mich würde interessieren, und hoffentlich auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wie so ein Labor wirklich funktioniert. Wie kommen die Beteiligten zusammen? Wie geht man diese Prozessschritte an? Was passiert in diesem Labor? Auch in welcher Zeitphase? Dass man sich das vielleicht mal praktisch anhand von einer konkreten Anwendung mal vorstellen kann. Und dann kommen wir ja zum Inhalt dieser Veranstaltung. Was kommt da eigentlich raus? Wie geht es weiter? Also wo ist diese Laborphase zu Ende oder ist die Laborphase nie zu Ende, weil man immer weiterentwickelt? Also diesen Prozess, ich würde es einfach gern mal richtig verstehen, weil es gibt ja eine Vielzahl von diesen Laboren. Manchmal hat man das Gefühl, sehr, sehr viel wird da einfach irgendwo geforscht und auch gemacht. Aber die greifbaren Ergebnisse, die interessieren mich. Jetzt sind wir ganz gespannt. Ja, danke. Also ich hätte damals, als ich noch Politikwissenschaften und Informatik auf Magister studiert habe, auch nie gedacht, dass es mal eine Professur für E-Government geben würde. Freut mich natürlich umso mehr, dass das jetzt sich so entwickelt hat. Und zum Labor, das Joint Innovation Lab wird tatsächlich getragen von, und das ist, glaube ich, einzigartig noch immer in Deutschland, von einem Unternehmen, der MACH AG, von der Universität zu Lübeck, also noch eine wissenschaftliche Einrichtung, und wird gefördert vom Land Schleswig-Holstein. Also wir haben wirklich Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen und verstehen uns auch als offenes Labor. Das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Labor, was die entsprechenden Träger nutzen dürfen, sondern das können wir öffnen auch für weitere Akteure, für weitere Unternehmen natürlich auch, die sich dort mit einbringen können. Wo man jetzt aufpassen muss, ist, dass wir nicht so ein klassisches UZG-Digi-Lab sind, sondern wir sind ein Innovationslabor, das sich auf die digitale Transformation im öffentlichen Sektor eben spezialisiert hat, und zwar ganz klar auch aus den Perspektiven der Träger. Und da sind wir, das haben wir jetzt schon oft gehört in der Diskussion, und das ist genau die richtige Ansatzweise, natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht. Wir sind zum einen menschzentriert aufgestellt. Ich selbst bin am Institut für Multimediale und Interaktive Systeme angesiedelt, die Professur, wo es eben gerade um die Mensch-Computer-Interaktion geht, also wo wir ganz genau gucken, wie müssen eigentlich E-Government-Anwendungen gestaltet werden, damit sie die Aufgaben, die mit diesen Anwendungen in Verbindung stehen, damit die eben auch sehr gut erledigt werden können von allen Beteiligten. Dann darüber hinaus muss es aber auch eine Prozessorientierung geben, auch darüber haben wir schon gesprochen. Auch das betrachten wir im Labor mit, und wir wollen dabei natürlich alle technologischen Möglichkeiten ausschöpfen, aber nicht auf Teufel komm raus, sondern so, dass es angemessen ist. Also das ist sozusagen unsere Zielstellung im Labor, und da sind wir aber unabhängig von der OZG-Umsetzung, sondern wir arbeiten darüber hinaus natürlich an verschiedenen Themen und beobachten sehr genau, was die Technologie hergibt und was aber vor allen Dingen auch die Probleme in den Verwaltungen sind. Denn wir wollen natürlich nicht mit Technologie auf Dinge schießen, die es nicht gibt, sondern es muss irgendwie problemorientiert passieren, und dann macht so ein Labor natürlich Sinn. Und wenn Sie dann so fragen, naja, was leistet denn ein Labor und wo endet dann die Arbeit eines Labors, dann ist es wichtig zu sagen, dass diese greifbaren Ergebnisse, die spielen eine sehr große Rolle. Da arbeiten wir natürlich auch dran. Wir haben solche greifbaren Ergebnisse in Form von Prototypen. Das können Apps sein, die bestimmte Probleme lösen. Wir haben zum Beispiel eine Partizipations-App entwickelt, gemeinsam auch mit Studierenden, die auf Blockchain-Basis basiert, einfach um mal zu schauen, wo können wir die Technologie anwenden, wie funktioniert das genau, wo sind die Grenzen, was kann man damit erreichen. Nur so als kleines Beispiel. Und die Frage dann, wo geht es dann hin, das endet ganz klar, bevor es in den Realbetrieb geht. Also das wollen wir als Labor natürlich nicht leisten, sondern wir sagen, wir haben hier ein Problem gelöst, wir haben einen Lösungsweg aufgezeigt, so kann man es angehen, und dann übergeben wir das sozusagen und stellen das auch möglichst offen zur Verfügung auf unserer Seite,
auf GILSH stellen wir die Ergebnisse zur Verfügung und zur Diskussion natürlich auch der Fachöffentlichkeit. Und dann geht es darum, dass diese Prototypen aufgegriffen werden von der Verwaltung selbst, von Verwaltungen, von IT-Dienstleistern, aber natürlich auch von Unternehmen und in die eigenen Produkte integriert wird. So verstehen wir uns. Also was wir nicht machen möchten, wir wollen nicht der x-te IT-Dienstleister sein, der so ein bisschen noch Innovation Lab mit als Nebenbeistempel, damit es ein bisschen schicker ist, draufstehen hat. Das ist so die Ausrichtung. Herr Lorenz, darf ich Ihnen, Herr Lorenz, einfach vielleicht auch noch bei uns so zwei, drei Beispiele nennen? Auch. Das wäre lieb. Ich wollte Sie gerade auch reinholen, dass Sie, also wie viele Labore gibt es eigentlich oder ungefähr? An welchen sind Sie beteiligt? Und was mich noch interessieren würde, wenn man unsere Szene von E-Government die letzten 15 Jahre da sich anschaut, ist ja sehr viel passiert, aber es ist nicht wirklich in die Kernverwaltung eingedrungen. Man hatte manchmal das Gefühl, es gibt das Pilotprojekt da irgendwo. Welche Wirkung erzielt das, was Sie da machen, Herr Bürger, dass Sie da etwas hipper sind, als man sonst eine Verwaltung sich vielleicht vorstellt? Welche Wirkung hat das in die Gesamtverwaltung, insbesondere hier zum Beispiel in die Bundesverwaltung? Beäugt man das kritisch? Will man auch sowas machen? Also was wird da an Strukturen aufgebrochen? Naja, also im Grunde genommen kann man ja hier schon in dieser Runde das Ergebnis sehen der ganzen Aktivitäten, wenn Sie jetzt eben nach Schleswig-Holstein gucken. Da ist Maureen Heine, die hat eine Professur für E-Government. Da ist der Christian Rupp, der kommt von einem europäischen Hyperscaler aus Österreich ins kalte Norddeutschland und organisiert da oben das Joint Innovation Lab mit. Und der Philipp Willer ist zuständig quasi für die IT der Kommunen. Und da sehen Sie halt überall, ne, dass momentan diese Dynamik da drin ist und sich Dinge entwickeln. Das ist schon mal eigentlich der erste und beste Beleg dafür, dass die Aktivitäten, das sind jetzt nicht unsere, ne? Also nicht, dass Sie es missverstehen, sondern man merkt einfach so in ganz Deutschland, wir haben einerseits den Nachholbedarf, da sind andere Länder weiter, ja, das wissen wir, aber ich glaube, da bin ich fest von überzeugt, hat der Johann Bitzer, der Chef von Dataport, gestern auch gesagt, der kennt die deutsche Verwaltung, wenn der Tanker erstmal anfängt, auf Kurs zu kommen, dann läuft der auch. Und ich glaube auch, das wird auch passieren und das wird in den nächsten Jahren passieren und das werden wir deutlich spüren. Und vielleicht nochmal bei diesen, weil Sie nach den Laboren gefragt haben. Das ist hier keine feste Institution. Wir haben jetzt hier kein Haus angemietet. Da steht Labor dran, da gehen Sie rein und es passiert ein Wunder und hinten kommt irgendein tolles Ergebnis raus. Sondern für uns, natürlich gibt es das so, es gibt natürlich fest institutionalisierte Labs. Für uns ist es eine Arbeitsmethodik und wir haben uns eigentlich mehrere Fragen rund ums OZG gestellt. Und die erste Frage war, Nutzerorientierung wird nicht vom Gesetz verlangt, aber der Weg zum Erfolg geht ja eigentlich nur so. Das muss ich ja hier, glaube ich, niemandem erklären. Und wir haben überlegt, wie kriegen wir diese Nutzersichtweise in unsere digitalen Angebote rein. Das Zweite ist, die Arbeitsformate, die die Staat und Verwaltung normalerweise benutzen, sind zwar sehr ausbalanciert und machtneutral, aber nicht schnell und effizient. Und wir haben überlegt, wie kriegen wir die Stakeholder eigentlich alle irgendwie zusammen, die an so einem Prozess A bis Z eine wesentliche Rolle spielen. Sie können sich übrigens auf der OZG-Website, haben wir mal zwei Filme eingestellt zu Laboren, BAföG und Wohngeld, glaube ich, zwei Filme, wo Sie sich das mal angucken können, wie die Leute zusammenarbeiten. So, und aus dieser Notwendigkeit heraus haben wir dieses Arbeitsformat Digitallabore entwickelt. Grundthese erstmal, wir arbeiten im Multistakeholder-Ansatz. Wir identifizieren die Stakeholder, die alle an einem Prozess relevant sind, von A bis Z. Vom Fachjuristen bis zum IT-Designer, vom IT-Betrieb bis zum Sachbearbeiter in den Behörden. Alle sollen dabei eine Rolle spielen. Die Hierarchie wird an der Tür abgegeben. Es zählt nur die gute Idee. Das Ganze wird moderiert, es wird aufgearbeitet. Es gibt eine Ist-Erhebung, es gibt eine Soll-Konzeption. Dann passiert natürlich das, was ganz normal ist. Also nach Design Thinking und agiler Entwicklungsmethode werden Prozesse beschrieben, nachts entwickelt. Am nächsten Tag wird ein Klick-Dummy gezeigt. Dann wird der korrigiert und überarbeitet. Dann wird er nachts wieder in Design-Sprints nochmal nachprogrammiert. Am nächsten Tag wieder vorgeführt. Und das Verrückteste, was wir machen, wir nehmen halt die Nutzer dazu. Dafür machen wir das. Wir suchen über Agenturen, nehmen wir Bürgerinnen und Bürger dazu. Wohngeld zum Beispiel mit Schleswig-Holstein haben wir das ganz intensiv gemacht. Da waren immer vier Bürgerinnen und Bürger, die Wohngeldempfänger selber sind, die waren mit dabei. Die haben am Anfang eben auch selber übrigens nur so gedacht, sie dürfen mal so zugucken und mal ihre Meinung abgeben. Die waren ganz gerührt übrigens. Das war eine richtig tolle und rührende Erfahrung. Die waren gerührt. Die haben richtig mitgearbeitet und sind mehr als ernst genommen worden. Und das fanden die übrigens auch mal ganz bemerkenswert, dass sich da der ganze Apparat sich um sie gedreht hat.
wie sie es gefunden haben. Und dass am nächsten Morgen dann der Klick damit schon anders aussah, das fanden die richtig toll. Und also die haben sich auch ernst genommen gefühlt. Übrigens auch ein gutes Verhältnis zwischen uns, also dem Staat und den Bürgerinnen und Bürgern, das mal so zu machen. Und das ist die Mixtur. Sowas kann eine Woche dauern, sowas kann zwei Wochen dauern. Das kannst du auch mal ein halbes Jahr machen. Manchmal hat man auch nicht immer die Zeit, dass alle zusammenkommen. Dann kannst du das auch in klassischen Workshop-Formaten machen. Im Augenblick machen wir es remote. Wir haben die Labore für so erfolgreich gehalten, dass wir auch gesagt haben, wir machen die auch in Corona-Zeiten remote weiter, diese Arbeitsmethodik. Wir haben das gemacht zum Beispiel für die ganzen Infektionsschutzleistungen, die im April, Mai in Rekordzeit, in 6 bis 8 Wochen voll digitalisiert worden sind, haben wir in remote Laboren gemacht. Wir haben es bei der Überbrückungshilfe gemacht, die im Juli in 3,5 Wochen fully digital angeboten worden ist für diese Vergabe von 25 Milliarden an die KMUs. 3,5 Wochen digitalisiert. Wir machen es jetzt bei der Novemberhilfe. So, das heißt, wir setzen dieses Prinzip fort. Wir haben es bei BAföG gemacht, was jetzt gerade online gegangen ist und in 5 Ländern schon funktioniert. Wir haben es beim Wohngeld gemacht. Wir haben es beim Führerschein gemacht, was in Hessen vor kurzem in einem Landkreis live geschaltet worden ist. Auch coole Sache, haben wir junge Leute genommen. Also, dass jetzt einer mit mir jetzt noch einen Führerschein-Antrag designt, ist nicht mehr notwendig, glaube ich. Aber mit jungen Leuten. Und dann haben sie auch dann natürlich, was war die Erfahrung? Die wollten natürlich bei dem Hochladen des Bildes, wollten die möglichst ein aktuelles und cooles machen, haben wir also auf die App noch eine Selfie-Funktion eingebracht. Solche Sachen kommen dann halt in solchen Laboren zustande. Also da gibt es wirklich positive Erfahrungen und sie fragen ja, wie kommen die ins wirkliche Leben? Das Ende eines Labores ist eigentlich bei uns, du hast ein Mockup oder ein Click-Dummy, also einen Prototypen am besten noch, wäre noch besser. Du hast die standardisierte Beschreibung, das Finanzierungsmodell und so weiter. Du hast das in sogenannten FIM-Artefakten aufbereitet und dann muss es eigentlich dann ins Deployment und in die Implementierung gehen. So, und das ist eigentlich so das Ende des Labors und dann geht es in die Umsetzungsarbeit. Und da würden wir uns natürlich freuen und das ist jetzt auch der Weg, den wir jetzt gehen, dass es dann nicht irgendwie 16 Mal oder 11.000 Mal oder viel zu oft passiert, sondern möglichst nur noch einmal, dass dann das gute Ergebnis dann einmal implementiert und für alle betrieben wird. Und das ist ja auch gerade das Modell, das sich vor dem Hintergrund der 3 Milliarden jetzt durchsetzt, ne, weil Sie auch immer gefragt haben, Herr Lorenz, wie geht das mit den Kommunen weiter? So, das kann niemand verlangen, dass jede Kommune sich jetzt um diese Titanenaufgabe selber kümmert, sondern da sind Bund und Länder gefordert, das zu unterstützen. Die Technik ist da kein Problem, das kann man alles machen. Wichtig ist, dass man möglichst die Dinge nur einmal entwickelt, einmal anbietet und das mandantenfähig natürlich für alle. Und sorry, wenn ich jetzt ein paar Sekunden zu lange rede, aber nur mal so ein Beleg und ein Beispiel dafür, dass das funktioniert. Das Beste ist die Überbrückungshilfe 2. Das ist diese Hilfe, die im Juli entwickelt worden ist für die KMUs. Da haben wir einen Online-Antrag entwickelt, einen, der deutschlandweit der gleiche ist, und haben die Sachbearbeiterverfahren, also das Backend in den Behörden, 15-fach für 15 Bundesländer entwickelt, mandantenfähig und teilweise auch noch Sonderlocken drauf programmiert, die Wünsche der einzelnen Länder waren. Das heißt, dieses Verfahren, einmal entwickelt, wird in 15 Ländern betrieben und funktioniert. Es geht. Das führt mich zu einer Frage, die eingegangen ist. Die Frage lautet, kann man die Lösung, das war vorhin aus Schleswig-Holstein, auch in anderen Bundesländern nutzen? Und wie können Kommunen verhindern, oder wie können Sie es verhindern, die das, diese Dinge entwickeln, dass man keine 10 Plattformen installieren muss? Wer kann darauf eine Antwort geben? Und Herr Bürger, mich würde dann noch mal interessieren, auf meine Frage zurückkommen, wie diese Labore in die normale Verwaltungswelt hineinwirken. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wir reden ja auch immer über das Thema Gesetzgebung. Gibt es da Ansätze, die man aus der IT-Welt auch in die klassische Verwaltung, in andere Bereiche überführen kann? Aber vielleicht kommen wir erst zu der Zuschauerfrage. Soll ich da mal ganz kurz, also bei der Zuschauerfrage, Die erste Variante habe ich ja schon geschildert. Das ist eigentlich die simpelste. Und die funktioniert. Sie funktioniert. Kann keiner mehr sagen, sie funktioniert nicht. Einmal entwickeln, einer betreibt. Und zwar irgendein IT-Dienstleister. Muss nicht der des Bundes sein, weil es zentral ist, sondern kann meinetwegen Databoard für die Nordländer machen, kann die AKDB in Bayern machen, kann die HZD in Hessen machen, kann die ComOne in Baden-Württemberg machen und so weiter, kann ich jetzt durchdeklinieren. Das heißt, einer von denen entwickelt es und betreibt es und das für alle. Und das geht. Damit ist das Problem am allereinfachsten gelöst. So, dann hast du natürlich vielleicht sehr viele unterschiedliche, ich sag mal, Fachportale, wo diese Dinge drauf betrieben werden, aber das wäre eine Variante, die funktioniert. Eine zweite, die wir am Anfang favorisiert haben, die aber eben
immer eine Nachentwicklung bedeutet, ist, Schleswig-Holstein hat das Wohngeld jetzt entwickelt. Die anderen holen sich quasi den Designkasten aus Schleswig-Holstein ab, nehmen es mit nach Hause und lassen es von ihrem IT-Dienstleister nochmal entwickeln und implementieren. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht der Weg, den der Bund favorisiert und auch nicht bezahlen würde. Bundesgeld heißt bundesweit, aber nicht irgendwie, dass wir das Geld ausgeben dafür, dass ein oder dasselbe 16 Mal gemacht wird oder noch häufiger. Aber im Grunde genommen wäre das auch eine theoretische Möglichkeit. Oder man muss es jetzt, das ist etwas aufwendiger, wenn man tatsächlich jetzt das Wohngeld als Leistung aus Schleswig-Holstein versucht, in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg in die vorhandene Portalumgebung zu integrieren, ist ehrlich gesagt technisch die herausforderndste Aufgabe und kann auch sein, dass es nicht überall funktioniert, muss man ganz klar sagen. Das heißt nicht, dass das überall funktionieren wird. Da wird man dann nachimplementieren müssen, was wir uns jetzt nicht wünschen würden. Aber es gibt eben, Sie sehen daran, verschiedene Varianten. Bund setzt ganz klar auf die Karte, einmal entwickeln, einmal für alle betreiben, was man vor allen Dingen natürlich da machen wird, wo es noch nichts gibt. Das ist die plausibelste und beste, kostengünstigste und effizienteste Variante. Ich würde das mal hier Schluss machen, sonst... Ich darf da vielleicht gleich fortsetzen. Ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass man die richtige Mischung findet. Es wird einfache Verfahren geben, die kann ich relativ leicht flächendeckend ausrollen, und dann wird es komplexere geben, die werde ich sehr wohl auf die jeweiligen lokalen Bedürfnisse anpassen müssen. Und da ist es eben notwendig, dass es eine gemeinsame Architektur gibt, dass ich auch so eine Architektur definiere, die eine Nachnutzung erlaubt. Und auf der anderen Seite muss ich mir auch überlegen, wie schaut es mit zukünftigen Veränderungen in den Prozessen aus, durch neue Gesetze oder andere Dinge? Müssen dann wieder Labore von vorne anfangen, oder gibt es einige Labore, die auch nachhaltig hier, an denen nachhaltig festgehalten wird, um das auch weiter zu betreiben? Bitte schön. Vielleicht als Ergänzung noch. Ich glaube, wir müssen auch noch ein Stück weit mutiger sein und Standards einfordern und uns auch, wenn wir uns überlegen, so wie das bei Digitalplattformen funktioniert, dass wir einfach sagen, ist einfach ist es nicht, dass wir sagen, wir brauchen gemeinsame Standards, die wir einfordern, und gewisse Qualitätsschwellen, und nur dann wird das akzeptiert als Leistung, die auf dieser Plattform dargeboten werden kann. Wer müsste denn diese Standards setzen? Weil das Thema der Standardisierung, Interoperabilität, das beschäftigt uns ja auch schon fast 10 Jahre oder noch länger, glaube ich sogar. Ich habe da manchmal auch Befürchtungen gehört, dass das eben ein Problem werden könnte, dass am Ende man zwar sehr viel entwickelt hat, aber doch ein gewisser Wildwuchs nach 22 da ist. Was müsste man denn jetzt tun, damit diese Standards wirklich akzeptiert werden und alle in diese gemeinsame Richtung laufen? Also Wissenschaftlerinnen können das ja ganz frei mal fordern jetzt. Genau, ich habe es gut. Ne? Ich kann das jetzt einfach so ansagen und kann verweisen auf die Erfahrungen in der Privatwirtschaft, wo eben gesagt wird, naja, der Plattformbesitzer, der Owner, der setzt die Standards. Ne? So sehen wir das bei Apple und Co. Herr Bürger, was sagen Sie dazu? Es ist komplett richtig. Ich habe das Thema jetzt eben ein bisschen geschlabbert, aber ich will nochmal sagen, an alle die Inputs sind aus meiner Sicht total richtig. Wir machen das jetzt nicht als Plattform-Owner, sondern wir machen es einfach mit dem Geld, was wir jetzt haben. Wir sind ja bereit, für OZG-Nachnutzung und für OZG-Implementierung ebenfalls das Geld an Länder und Kommunen zu transferieren, damit das entsteht. Und dabei werden wir auf ein Plattformsystem hinwirken. Also der Traum, dass wir da nur auf eine kommen, dem gebe ich mich nicht mehr hin. Den Versuch habe ich mehrfach gestartet. Da ist einfach so eine heterogen gewachsene IT-Landschaft der deutschen Verwaltung. Die hat eine gewisse Resilienz, sage ich mal, und weiß das zu verhindern. An der Front kämpfen wir nicht mehr, aber wir arbeiten auf ein Plattformsystem hin. Das ist auch im Rahmen des Konjunkturpakets zwischen Bund und Ländern geeint. Das ist ein Orientierungsrahmen, der mehrere Plattformen vorsieht. Und da ist natürlich genau, damit das mit kompatibel ist, damit das miteinander funktioniert, müssen noch Standards gesetzt werden. Da hätten wir Rechtsverordnungsmöglichkeiten, um das am Ende des Tages zu machen. Da würden wir uns auch in der Verantwortung sehen. Wir sind aber gerade eigentlich mit den beteiligten Ländern in den Verhandlungen, um auch das Geld transferieren zu können, müssen Abkommen geschlossen werden. Dafür wollen wir auch klare Leistungsversprechungen haben, und die gehen genau in diese Richtung, ja, damit wir das auch in diese Richtung starten. Wir gehen ja so ein bisschen, das muss man ja selbstkritisch sagen, aber das ist eben unserer föderalen Struktur geschuldet, etwas strange Weg.
Normalerweise würde man ja, Frau Heine, das werden Sie bestätigen, eigentlich sich erst mit diesen Fragen der Infrastruktur und der Standards beschäftigen und dann an die Applikationen denken. Der Weg hat aber nicht funktioniert, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das haben wir auch vor 2, 3, 4 Jahren versucht. Vielleicht haben wir es auch einfach zu schlecht gemacht, ist ja egal, aber es hat nicht funktioniert. Das Commitment war nicht da. Jetzt gehen wir eigentlich über den Weg und sagen, wir machen jetzt gerade die ganzen Applikationen und die Services. Und jetzt kommt einmal die große Fragestellung, jetzt sagen die Länder, die will ich jetzt ab, wie komme ich denn jetzt da dran? So, und jetzt werden diese Infrastrukturfragen und die Nachnutzungsfragen und die Architekturfragen drängender und führen einfach zu einer größeren Lösungsbereitschaft, dieser Weg. Ist ein bisschen verrückt, weiß ich, aber es ist einfach so gewachsen, hat sich keiner so ausgedacht. Aber ich glaube, es verfängt sich jetzt und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da in den nächsten Monaten da gute Ergebnisse sehen werden. Eine Zuschauerfrage, die da ganz gut passt, oder Zuschauerinnenfrage: Wie kann die Umsetzung des Eine-für-alle-Prinzips beschleunigt werden? Konkret, wie kann der Hauptverwaltungsbeamte Zugang zu diesen Eine-für-alle-Produkten erhalten, um für sich zu entscheiden, was weiterverfolgt wird oder wo man eigene Wege einschlägt? Und das nächste, eine sehr auch konkret, wäre eine gemeinsame Testsystemumgebung, in der die Lösung ab Reifegrad 3 begutachtet und gleichzeitig den Bedarf anmeldet, wäre das etwas? Wer kann da Antwort geben? Ich könnte, aber ich will mich jetzt nicht immer forträngeln hier. Philipp, wie macht ihr das im IT-VSH? Wenn dann die Kommune sagt, ich hätte gerne XY nachgenutzt, aber es gibt 5 Anbieter. Ja, da schließt sich das ein bisschen aus durch das Einer-für-alle-Prinzip, was gerade Herr Bürger skizziert hat. Also tatsächlich ist ja der Plan, dass es eben nicht 5 Alternativen gibt, sondern nur eine. Den Plan halte ich auch für richtig. Wichtig ist da in dem Zusammenhang nur, das will ich nochmal betonen, dass die kommunalen Anforderungen möglichst früh in diesem Prozess berücksichtigt werden, damit eben auch Prozesse von Kommunen nachgenutzt werden können. Was so ein bisschen fatal wäre, ist, wenn das nicht passiert und man bei der Nachnutzung oder genau im Live-Betrieb dann feststellt, oh, der passt ja jetzt gar nicht an der und der Stelle aus den und den Gründen. Sie hat es angesprochen, Herr Bürger, mit der Multimandantenfähigkeit. Und dann ist eben das Kind in den Brunnen gefallen. Dann lassen sich viele, viele Dinge nur noch schwierig wieder zurückdrehen, beziehungsweise müssen dann neu aufgebaut werden. Und deswegen für eine gute Nachnutzbarkeit und für dann eben tatsächlich auch Nutzen in den Verwaltungen selber ist es entscheidend, möglichst früh die Anforderungen der Kommunen mit aufzunehmen. Dafür sind wir ein Stück weit zuständig vom ITVSH. Wir werden tatsächlich an die Themenfeldführer herantreten und dafür sorgen, dass die Anforderungen der schleswig-holsteinischen Kommunen berücksichtigt werden. Und es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, möglichst früh in die Praxis zu gehen, weil ich glaube, dass viele Dinge sich erst in der Praxis zeigen werden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und deswegen muss man früh in die Praxis gehen, früh Dinge verproben und dann aber auch in einem iterativen Prozess schnell Abhilfe schaffen bei Dingen, die nicht funktionieren, dass die dann auch schnell geheilt werden und man tatsächlich in so einen regelmäßig iterativen Prozess kommt, der schnell Verbesserungen zeigt. Und ich glaube, dann wird das genau, Ganze auch zum Erfolg. Genau da können ja wieder die Digitalisierungslabore helfen, indem ich die richtigen Zielgruppen einfach mit einbinde, dass ich sage, in dem Verfahren oder bei dem Prozess brauche ich eben 3, 4 Kommunen mit dabei. Ich brauche 3, 4 IT-Dienstleister mit dabei, damit ich eben gleich die richtigen Schnittstellen oder auch die richtigen Lösungen erproben kann. Und ich glaube, das fehlt noch, dass ich eben auch in so einem OZG-Labor, in so einem Prozess IT-Dienstleister genauso einbinde, wie Kommunen, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kommunen direkt vor Ort, die im Fachlichen, sage ich mal, auch zu Hause sind. Das passiert auf Bundesebene mit Mitarbeitern, aber jetzt einmal klassisch für Bundesverfahren oder bei Landesverfahren. Und jetzt, glaube ich, muss man dann den nächsten Schritt gehen. Wir würden das ja auch, um die Frage nochmal, Herr Lorenz, zu beantworten, für alle genauso machen. Also müssen Sie sich das jetzt vorstellen, das BMI, meinetwegen gemeinsam mit dem Umweltministerium, geht auf die Länder Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein zu, weil die Themenfeldführer im Bereich Umwelt sind. Wir führen die Verhandlungen darüber, wie viel Geld brauchen Sie für die Digitalisierung der Leistungen.
Die Länder verpflichten sich umgekehrt, bis dann und dann welche Meilensteine erreicht werden. Sie verpflichten sich zu dem Einer-für-Alle-Prinzip. Das heißt, sie sind bereit, das Ding einmal zu entwickeln und zu implementieren und allen Ländern anzubieten. So, genau das wird der Weg sein. Und in diesem Kontext wird sich das jeweilige Land, in dem Fall sind zwei, oder nehmen Sie Hamburg, macht die Unternehmensleistung, Bremen macht die Familien- und Kindleistung, Brandenburg macht Einwanderungsleistung und so. Die werden sich natürlich überlegen, wie kriege ich das umgesetzt? Und dann wird natürlich der erste Schritt sein, auf die Dienstleister des eigenen Landes zuzugehen, auf die kommunalen oder Landesdienstleister. So, und die werden nach hinten raus sich natürlich erstmal private organisieren. Finde ich auch gut, die sollen ja auch, das Ganze soll ja auch einen Konjunktureffekt haben. Ich hoffe auch, dass sie Startups nehmen, dass sie kleine, innovative Unternehmen nehmen, natürlich auch große, etablierte IT-Unternehmen nehmen. Alles in Ordnung. Die werden nach hinten raus natürlich private beauftragen und sich bei der Konzeption ja genau das überlegen, was hinter zum Digitallabor führen wird. Die werden sich sicherlich nicht alle 16 oder alle anderen 15 Länder mit dazu nehmen. Das wird ein wahnsinniger Abstimmungsaufwand. Aber die werden sicherlich sagen, komm, ich nehme mal 3-4 Länder dazu. Ich nehme dann eben halt Bundesvertreter aus den Fachministerien, aus dem BMI dazu. Ich hole mir einen IT-Designer dazu. Ich hole mir die IT-Dienstleister dazu. Ich hole mir alles weg oder gehen in das Laborformat und überlegen, wie sie dieses Verfahren umsetzen. Und da, Herr Willer, so sollte es sein, das wird auch unsere Beratungsleistung immer sein an die Umsetzungsteams. Wir werden immer sagen, nehmt euch die Sachbearbeiter vor Ort, nehmt euch die Kommunen mit rein, nehmt euch alle die wesentlichen Stakeholder rein und vor allen Dingen die aus der Praxis, ne, die ein bisschen wissen, wie es geht, damit man auch diesen ganzheitlichen Ansatz hat. So sollte es dann sein. Wir können das nicht verordnen, das werden wir auch nicht tun. Sondern wir werden haben da eine Programmmanagement-Aufgabe und wir haben auch eine Beratungsleistung, die wir da erbringen werden. Getan wird es dann vor Ort. Und ich denke mal, das wird mit dem Geld einen ganz schönen Effekt haben, deutschlandweit von Flensburg bis nach München und von Passau bis nach Aachen. Da wird es ordentlich was zu tun geben. Eine Frage, was ich noch im Publikum gesehen habe, was immer wieder kommt, ist natürlich die rechtliche Komponente. Und ich glaube, das ist auch eine Einzigartigkeit, die jetzt in unserem Joint Innovation Lab gemacht wird, dass wir auch die Partnerschaft haben mit zum Beispiel dem Lorenz von Stein Institut für rechtliche Fragen. Also dass ich immer bei so einem Prozess auch gleich sage, was müsste eigentlich rechtlich passieren oder was muss rechtlich passieren, dass zum Beispiel eine Nachnutzung gegeben ist oder dass ich das überhaupt implementieren kann. Und ich glaube, da macht es sich Deutschland natürlich nicht leicht. Ich sitze ja doch in manchen Juryrunden für sogenannte E-Government Awards und da werden natürlich dann Lösungen ausgesucht oder Informationsplattformen ausgesucht, die kundenorientiert sind, die Informationen oder Services super aufbereiten. Und dann sehen wir am Beispiel der Stadt München, die das wirklich perfekt machen, dass die jetzt gerichtlich quasi verordnet bekommen, nein, sie dürfen das gar nicht mehr so tun, weil sie machen plötzlich den Medienkonkurrenz, sie machen der Pressekonkurrenz. Und ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen pragmatischer werden, muss da Deutschland werden, einfach auch solche Möglichkeiten zu schaffen, dass die Verwaltung und dass die Angebote der Verwaltung attraktiv sind, sodass auch die Nutzer wirklich sich freuen, dann solche Informationen abzurufen und auch solche Services zu nutzen. Und mit solche, sage ich mal, dann Gerichtsurteile verhindert man das ein bisschen. Also ich glaube, müssen auch die Labore einfach mit den, ich sage mal, mit Speyer oder mit eben Lorenz von Stein Institut zusammenarbeiten, dass man frühzeitig auch weiß, wo muss man gesetzlich einfach korrigieren. Da würde ich ganz kurz einen Input geben, weil das ist wichtig. Ich nenne das immer, das war der New Deal zwischen den Ländern und uns für das OZG-Umsetzungsprogramm. Die Länder haben uns gesagt, das ist ja schön, ich kann ja gerne nutzerfreundlich digitalisieren, aber Bundesrecht steht oft dagegen. Und da haben wir auch gesagt, nein, wir sind ja mit dabei in den Laboren. In der Spitze hatten wir bis zu 36 Labore und haben auch dafür ein Ticketsystem eingeführt. Und wenn das einer rechtlichen Änderung bedarf, dann haben wir das notiert und versuchen das jetzt durch Artikelgesetze abzuarbeiten. Das heißt, der Deal mit den Ländern war, wenn euch irgendwas stört, und das ist nicht nur das Schriftformerfordernis, das ist fast das geringste Problem, aber Datenübermittlungsvorschriften, datenschutzrechtliche Verantwortlichkeiten, Übermittlungsvorschriften etc., gibt es Hindernisse oder fehlt was, sind wir bereit, wenn es Bundesgesetze sind, um deren Umsetzung es geht, sind wir bereit, das dem Deutschen Bundestag vorzuschlagen und Abhilfe zu schaffen. Und das haben wir jetzt ja bei dem digitalen Familienleistungsgesetz als ersten Gesetz jetzt auch gemacht, wo wir gerade vier Leistungen, nämlich die Geburtsurkunde, Kinderzuschlag, Elterngeld, Kindergeld, was ja vom Bremen verantwortet wird als Pilotprojekt, wo wir gesagt haben, okay, genau da zeigen wir das mal. Und es war eine ganz schön umfangreiche und aufwendige. Ich habe das auch unterschätzt. Ich dachte, das machen wir mal so eben so in 3 Monaten nebenbei. Das war ein ganz schöner Kraftakt. Diese ganzen gesetzlichen Änderungen, weil es waren verdammt viele, an die wir ran mussten, um einen optimalen digitalen Prozess auch gesetzlich zu ermöglichen.
Also ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja das Schöne übrigens an Digitalisierung, weil Digitalisierung ist die Disziplin, die das alles miteinander versöhnt. Ja? Technik, Recht, Organisation, Prozesse, Verfahren und so. Das ist ja das Schöne. Und deswegen ist das völlig richtig. Wir müssen da das Recht im Blick haben. Ist ja auch nur eine Programmiersprache. Darf ich mal als Jurist sagen, ne? Für gesellschaftliche Regelungen. Ist ja auch eine. Eine genau. Weitere Wortmeldung oder Frage, eher Meinung. Vielleicht Frau Professorin Heine, gehen Sie darauf ein. Die These, die Umsetzung muss doch dann dem Markt überlassen werden und nicht nur an Beratungsfirmen vergeben werden. Also da kommt so etwas die Skepsis, dass man sich nicht wirklich in diesem Prozess beteiligen kann, dass sehr viel automatisch an die öffentlichen IT-Dienstleister möglicherweise geht. Vielleicht die Frage auch an die Wissenschaft, ist diese Sorge berechtigt? Wie kann man da Innovation, Wettbewerb organisieren jetzt auch? Vor dem Hintergrund dieser doch nicht wenigen 3 Milliarden, die da investiert werden? Naja, es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Auf der einen Seite sagen wir immer, es muss jetzt endlich schneller gehen. Und nun haben wir ganz viel versucht, damit es schneller geht. Das sehen wir jetzt am OZG. Und das führt aber genau zu diesen Fragen. Und auch gerade wenn wir sagen, wir wollen das Rad nicht immer wieder neu erfinden, das ist die eine große Gruppe, die schreit, bitte nutzt doch die Ergebnisse nach. Dann kommen aber die anderen, die sagen, ich fühle mich jetzt benachteiligt, weil meine Lösung nun gerade nicht ausgesucht wurde. Das ist ein Riesenkonflikt, den man gar nicht so einfach lösen kann. Das bringt, ehrlich gesagt, die Zeit mit sich. Und das sehen wir auch in vielen anderen Bereichen, auch in den großen dominanten Plattformen, dass wir dann immer wieder das Problem haben, dass die kleineren sich nicht so gut einbringen können. Was man aber sagen kann, ist, dass wir durch diese vielen Labore ja auch viele Möglichkeiten haben und durch diese wahnsinnig breite Aufgabenpalette, die öffentliche Verwaltungen durchführen, haben wir ja die Möglichkeit, hier auch in den Einzellösungen dann Vielfalt zuzulassen. Das muss ja nicht alles von wenigen Anbietern umgesetzt werden, sondern das kann man dann durchaus verteilen. Und wenn sich alle an die Standards halten, kann man am Ende dann auch trotzdem ein gemeinsames oder ein einheitliches Erlebnis schaffen. Also das wäre sozusagen der Appell, auf diese Vielfalt trotzdem zu achten und diesen Zielkonflikt sehr genau im Auge zu haben. Da passend noch die Frage, welche Rolle wird die föderale IT-Architektur, insbesondere FIT Connect, bei der Vernetzung der Verwaltung, bei Mehrfachnutzung von Leistungen und bei Standards spielen? Das ist schnell beantwortet. Wenn sich alle darauf verständigen können, wird das eine große Rolle spielen. Wer koordiniert das? FITCO. FITCO. Wir und BMI unterstützt das. Und wir diskutieren das gerade im Kreise der Lieben. Ansonsten wollte ich noch gerade noch mal zu Frau Heine sagen. Sehr total toller Input, hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Zielkonflikt, den kann man nicht hundertprozentig auflösen. Wir müssen uns darum kümmern, dass die IT-Dienstleister hinten raus, wie gesagt, auch innovative Unternehmen beauftragen, Startups. Wir arbeiten auch an einem Konzept, wobei ich bin ja nicht so der wahnsinnsgroße Konzeptfreund. Das Tun ist mir wichtiger, aber es ist trotzdem richtig. Wer das eine will, muss das andere mögen. Wir können nicht einerseits sagen, wir geben Steuergeld nur einmal für eine Leistung aus und wollen dann einen wilden Wettbewerb organisieren. Ja? Also irgendwie muss man sich da auch mal entscheiden. Ja? So, Punkt. Ich wollte das nur noch mal ganz kurz underline. Machen Sie da konkrete Vorgaben, auch um kleinere Unternehmen zu beteiligen beispielsweise, oder appellieren Sie da? Herr Lorenz, haben Sie doch mal, ich weiß ja, wir sind in Deutschland, wir müssen doch nicht immer Vorgaben machen und Reglements. Wir reden mit den IT-Dienstleistern. Wir sind alle befreundet. Ja, ich rede mit den IT-Dienstleistern in den Ländern und in den Kommunen und flehe die an, seht zu, dass ihr auch kleine, innovative Unternehmen beauftragt, dass ihr Startups und so, wir empfehlen, man kennt sich, wir empfehlen, wir gucken. Ja, so, aber am Ende des Tages, ich bin doch verpflichtet, dass die ganze Sache läuft. Ja, am Schluss brauchen wir Anwendungen, die funktionieren. Das ist wichtig und das ist in der Software nicht selbstverständlich. Und dass es läuft. Wir arbeiten, wie gesagt, an einer Konzeption, das nochmal strategisch aufzubereiten. Das wird noch ein paar Tage dauern. Das machen wir natürlich auch. Aber im Wesentlichen kann man da auch viel machen mit den IT-Dienstleistern der Länder und auch des Bundes. Wir haben ja auch einen großen IT-Dienstleister hier und auch mit den Kommunen, dass die sich da selber vernetzen. Ich kenne jetzt auch nicht die Rahmenverträge von denen oder die Verträge, die alle haben und unterhalten, aber die werden ja jetzt auch in Ausschreibungen gehen und da kann man ja auch dafür Sorge tragen, dass man das tut. Das interessiert natürlich auch die vielen Kunden des Zukunftskongresses, wie man an diesen 3 Milliarden partizipieren kann, denke ich zumindest. Ist da noch Geld? Ja, wir haben noch 4, 5 Minuten.
Vielleicht noch mal zurück zur Corona-Zeit. Die Digitalisierung, Corona hat ja die Digitalisierung insbesondere eigentlich in allen Bereichen in Deutschland, im Handel vorangetrieben. Wie sieht das in den Behörden selbst aus? Herr Bürger, vielleicht erzählen Sie mal auch, was sich da in der Bundesverwaltung jetzt getan hat. Ich merke immer noch, also ganz praktisch, dass wir, wenn wir Videokonferenzen machen, es ist manchmal doch noch holprig. Bei dem einen geht das, bei dem anderen das, manchmal geht gar nichts. Gibt das diesen Schub? Und hat auch diese Notsituation etwas jetzt bewirkt, was man vielleicht behalten muss, was Tempo anbetrifft? Also Sie haben erzählt, diese Lösung für KMU, die Hilfsgelder, dass die Plattformen sehr schnell bereitgestellt worden sind, dass man jetzt die Novemberhilfe auf den Weg bringt. Was ist da passiert, was man vielleicht, ohne dass wir Corona auf Dauer einfrieren wollen, aber wo es doch vielleicht etwas Positives gibt, wo man diesen Digitalisierungsschwung mitnehmen kann in das nächste Jahr? Danke für die wirklich sehr gute Frage. Ich hoffe, jeder versteht das richtig. Das ist natürlich das Drama rund um die Pandemie hat in der Tat einen wirklich positiven Effekt auf die Arbeitsweise. Das betrifft nicht nur die Verwaltung, da denke ich mal, das wird auch die Unternehmen draußen betreffen. Da hat sich jetzt viel verändert und das wird auch nachhaltig sein. Das wird sich nicht alles wieder zurückdrehen lassen. Die Art, wie wir miteinander arbeiten, dass wir eben jetzt viel remote arbeiten und auch das Arbeitserlebnis hat sich nachhaltig geändert. Und richtig ist klar, wenn natürlich irgendwie du von 0 auf 100 plötzlich die Arbeitsmethodik umstellst im März diesen Jahres, dass es da am Anfang geruckelt hat, auch im Bund, ist, glaube ich, ganz normal. Das hat sich aber jetzt sehr gut eingependelt. Ein Großteil meiner Mitarbeiter arbeitet im Homeoffice, remote. Das kriegt man gar nicht, nahezu gar nicht mehr mit. Wir haben uns auch das Arbeitsniveau ist auch wieder bei 100% angekommen. Das ist wirklich erstaunlich und die Leute haben eine Flexibilität. Es ist einfach wirklich auch ein wunderbares Arbeiten, was sich dadurch entwickelt hat. Das muss man sagen. Es ist schon fast wieder umgekehrt. Das geht, glaube ich, den meisten auch so. Man wird sich freuen, man sieht sich mal wieder. Da hat sich eine Menge eingependelt. Aber das wird sich, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht alles zurückdrehen lassen und das Positive werden wir dann auch in die hoffentlich bald kommende Nach-Corona-Zeit dann übertragen können. Aber wichtig ist mir, das ist ja immer so, mir persönlich der Blick nach draußen. Was hat sich dann in der Corona-Zeit, in der Digitalisierung geändert? In der Tat das Tempo, man hat ja gesehen, nicht? Was jetzt in kurzer Zeit teilweise an Angeboten möglich war. Ne? Also ich kann noch mal erinnern, wie gesagt, die Quarantäneleistung, also die Entschädigungsleistung, nach dem Infektionsschutzgesetz, als eben die Eltern wegen der geschlossenen Kitas und Schulen zu Hause bleiben mussten, da mussten ja die Arbeitgeber durch gesetzliche Verpflichtung den Lohn weiterzahlen, obwohl es gar kein Krankheitsfall war, das haben sie gemacht, aber der Staat hat den Unternehmen das Geld, also den Lohn entschädigt. Und dafür gab es ja nichts vorher. Das musste alles in 0, nichts aufgebaut werden und das ging. Überbrückungshilfe 2 habe ich erwähnt, in 3,5 Wochen im Juli. Das ging. Und jetzt wird diese oder nächste Woche wird auch die Abschlagszahlung für die Novemberhilfe an den Start gehen, in allerkürzester Zeit. Da geht schon eine Menge. Und es ist jetzt nicht so, um das mal ganz deutlich zu sagen, da gibt es ja diesen Spruch, ne, in der Not geht kein Gebot. Wir machen das trotzdem mit Datenschutzkonzept. Ja, also das funktioniert schon. Also es geht. Das ist jetzt nicht die Blaupause für die nächsten OZG-Leistungen, das muss ich sagen, weil da arbeiten Leute wirklich 24/7. Das ist jetzt nicht das Modell schlechthin. Aber da zeigt sich, es geht schon eine Menge. Und da darf man auch mal Danke sagen an die ganzen Menschen, die das momentan machen, da draußen in den Firmen, auch in den Behörden bin ich unheimlich dankbar. Und ich hoffe, dass wir diesen Schwung dann auch rüber retten können. Das wäre gut, aber wir haben auch alle nichts dagegen, wenn diese Zeit irgendwann jetzt mal bald vorbei ist und der Impfstoff da ist und wir alle unter 60% geimpft sind und wir uns mit Freude wiedersehen können. Wir machen eine Abschlussrunde und ich würde mich gern in die Rolle einer Bürgermeisterin, eines Bürgermeisters einer Stadt, eines Städtchens mit 30, 40, 50.000 Einwohnern hineinbegeben und in das Jahr 2023. Wie kann ich mir vorstellen, diese Ergebnisse aus diesen Digitalisierungslaboren, wie kann ich die nutzen? Gibt es einen Marktplatz? Gibt es irgendwo etwas wie, ich will keinen Namen nennen, wo ich einfach reingehe und sage, dieses Produkt gefällt mir, das binde ich bei mir ein? Was ist da Ihre, wie wird das aussehen?
Was wird das Ergebnis dessen sein, was wir heute miteinander besprochen haben? Vielleicht, Frau Professorin Hein, fangen Sie mal an. Wo gehe ich dann hin als Bürgermeister, wenn ich meinen Leuten sage, ich möchte endlich die und die digitale Lösung haben? Also eigentlich, wenn ich ins Jahr 2023 gucke, dann ist ja diese Frage, ich möchte endlich diese digitale Lösung haben, schon beantwortet. Die gibt es dann ja schon, aber es wird ja nicht dabei stehen bleiben, sondern die Rahmenbedingungen ändern sich immer wieder. Es gibt immer wieder neue Aufgabengebiete und Leistungen, die dann teilweise auch digital abzubilden sind. Und wenn es dann eine neue Aufgabe gibt, dann kann ich da sehr leicht, so hoffe ich doch, aus einem Modulkatalog mir meine Wunschleistungen mehr oder weniger zusammenklicken, ohne da selbst eine große Ausschreibung tätigen zu müssen. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass das gehen wird. Herr Rupp, wie sieht das bei Ihnen aus? Na, ich glaube, also 2023 muss ja relativ viel erfüllt sein. Wir reden 2023, also eigentlich ab heuer schon oder dann ab nächsten Jahr, Barrierefreiheit zum Beispiel von allen Webseiten, von allen PDFs, die ich als Kommune anbiete, von allen Services. Die Services müssen ab 2023 auch grenzüberschreitend angeboten werden für alle EU-Bürger. Das sagt die Single Digital Gateway Verordnung der EU. Das heißt, ich muss sie grenzüberschreitend anbieten mit elektronischer Zustellung, mit elektronischer Bezahlung, mit einer elektronischen Bescheid des Amtes. Ich muss 2023 das Data-Once-Only-Prinzip berücksichtigen, dass nicht der Bürger die Daten liefern muss, sondern die Behörden tauschen die untereinander aus. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von Österreich nach Deutschland übersiedle, dann muss die deutsche Behörde bei der österreichischen Behörde nachfragen und die müssen die Dokumente austauschen und nicht ich muss sie mitbringen. Also da kommt eine ganze Menge, sage ich mal, an Dingen auf die Verwaltung und vor allem auch auf die kommunale Ebene zu. Und ich glaube, da braucht es die richtigen Digitalisierungsberater, die jetzt mit den Kommunen die nächsten Schritte planen, auch mit den Ländern die nächsten Schritte planen und auch mit dem Bund. Denn das wird nur nachhaltig funktionieren, wenn hier rechtzeitig und frühzeitig, sage ich mal, die Ziele und auch die Wege eingeschlagen werden, weil sonst begebe ich mich auf ihre Irrwege oder ich investiere in die falsche Richtung. Und da muss es ganz einfache Checklisten geben, gerade für die kommunale Ebene, weil sonst, und das höre ich von vielen Bürgermeistern oder Bürgermeisterinnen, die mir sagen, sie sind in dieser Fachwelt und auch bei diesen ganz vielen Fachbegriffen komplett verloren. Herr Dr. Willer, wie sieht es für Ihre Klientel aus? Wo gehen die hin im Internet und suchen sich ihre Lösungen zusammen? Also für Schleswig-Holstein ist tatsächlich die Frage, ob es da ein Opt-in oder ein Opt-out-Modell gibt. Also entweder die Kommune bekommt es automatisch und muss aktiv abwählen oder eben umgekehrt, sie würde in den ITVSH-App-Shop gehen und sich da ihre Leistung anklicken und runterladen. Die entscheidende Frage für mich ist eigentlich, mit dem Dienst alleine ist es ja nicht getan, sondern dieser Dienst muss ja vernünftig in die Infrastrukturen der Kommune eingegliedert werden. Und da liegt eigentlich die Herausforderung. Und das ist ein Stück weit unsere Aufgabe, da die Kommunen fit für die Zukunft zu machen und eben solche Nachnutzungsmodelle, Konzepte für sie zu entwerfen, dass wir sie bei diesem Weg unterstützen, damit dann eben diese Online-Dienste, diese Online-Anträge auch gut in die Verwaltung integriert werden und da gut weiter bearbeitet werden können. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Nur mit dem Online-Dienst alleine ist es nicht getan. Nicht ganz zufällig, Herr Bürger, haben Sie das Schlusswort. Wie ist Ihre Vision, ist der falsche Begriff. Was werden wir 2023 haben? Wir haben ja über Dachportal, Marktplatz, all diese Dinge gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das Bild von Frau Professor Hein hat mir schon gut gefallen. Und ich könnte mir eigentlich, am liebsten würde ich mir so ein Verwaltungs-Amazon wünschen, wo auf Marktplätzen alle Services da sind. Aber auch die Sichtbarkeit natürlich der einzelnen Rechtsträger, der Kommunen, der Landkreise, der Länder natürlich nicht auch bleibt. Aber das ist eine Zielvision, die ist 2022 nicht realistisch. So, aber die Punkte, die Christian und Herr Dr. Willer genannt haben und die noch zu beachten sind, die sind ja nicht unmaßgeblich, sondern gerade was Herr Dr. Willer gesagt hat am Schluss, wichtig ist natürlich auch
das Backend-Verfahren. Wir haben ja nicht nur den Kunden da draußen, wir haben ja auch ehrlich gesagt die eigenen Mitarbeiter, die ja, die nun auch wirklich vernünftige Sachbearbeitungsverfahren halt benötigen und ein vernünftiges Backend-Verfahren benötigen. Das muss ja auch mit erledigt werden. So, und das dürfen wir dabei nicht außer Betracht lassen. Aber wichtig ist jetzt Folgendes. Kommune ist nicht Kommune. Wir haben große Städte, die extrem leistungsfähig sind und teilweise auch schon viel haben, eigene Plattformen haben und viele Angebote haben. Wir haben aber auch in der Fläche kleinere Kommunen, die haben wenig oder gar nichts und die sollen auch übrigens gar nicht, also gar kein Vorwurf. Also eine 10.000 Einwohner-Kommune, 20.000 Einwohner-Kommune soll jetzt nicht auf die Idee kommen, sich jetzt irgendwie IT-Know-how anzuschaffen und ein eigenes Rechenzentrum, um das OZG umzusetzen, sondern das ist die Aufgabe der Gemeinschaft, des Bundes und der Länder, dafür Sorge zu tragen, dass die Infrastrukturen da sind und dass das, was Frau Professor Heine gesagt hat, die können sich dann ihren Service aussuchen und nehmen, dass das zum Tragen kommt. Das ist die Aufgabe der Länder und auch der Bund hilft da und nimmt da auch seine Verantwortung wahr, dass jetzt nicht jeder anfängt, da alleine loszulegen, sondern im Grunde genommen würde ich mir wünschen, nehmen wir mal das bayerische Beispiel, die haben eben halt ein bayerisches Serviceportal, auf dem von 2200 Kommunen über 1800 schon angebunden sind und circa 80 Services laufen. Sowas in die Richtung wäre ja eine vorstellbare, denkbare Größe, um den Bürgermeistern den gewünschten Gefallen zu tun. Und es muss natürlich mandantenfähig sein für die Bürgermeister, weil die Sichtbarkeit einer Kommune natürlich erhalten bleiben soll. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, der mir auch wichtig ist. Das Leben findet vor Ort in Kommunen, in Städten statt. Und das muss auch digital sichtbar sein und auch der Rechtsverantwortliche muss sichtbar bleiben. Das heißt, wir müssen diese Services natürlich mandantenfähig anbieten. Ja, das war ein schönes Schlusswort, lieber Herr Bürger. Also ich glaube, wir haben alle ein gutes Gefühl dafür bekommen, dass aus diesen Laboren wirklich Wirklichkeit wird. Der Weg sicherlich wird noch holprig werden an einer Stelle. Und das Endprodukt ist, glaube ich, noch unklar, was dann wirklich, wo man, also diese sich... darf den Begriff Amazon ja nicht nehmen, weil die nicht sponsern im Moment. Aber diese Vision, wo man diese Produkte dann findet und wie man sie in die eigene Verwaltung holt, da ist, glaube ich, auch noch ein Weg zu gehen. Ich danke allen fürs Zuhören, Zuschauen, insbesondere den Referenten und der Referentin. Noch zwei Programmtipps. Tipp 1, das ist auch für Herrn Bürger interessant. In der kommenden Woche haben wir den Staatssekretär Gatzer, mit dem wir darüber reden, ob es eine Gefahr gibt, dass im Hinblick auf die Haushalte ab 2022 möglicherweise auch Digitalisierungsbudgets wieder zurückgehen. Also wir tun dann natürlich alles, dass das nicht passiert. Und am 10. Dezember haben wir ein Jahresabschlussgespräch mit dem Bundes-CIO Herrn Dr. Richter, wo wir einmal auf seine Zeit jetzt seit Mai zurückschauen und auch in das nächste Jahr. Ich glaube, das wird auch genauso spannend wie diese Veranstaltung. Mir hat es große Freude gemacht, es hat Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt, glaube ich. Und es war schön, Sie wieder gesehen zu haben und hoffentlich bald auch wieder live miteinander. Aber es ist doch toll, dass es diese digitalen Tools gibt, die uns verbinden. Herzlichen Dank und ja, bleiben Sie gesund und auf bald. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank zurück. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Auf Wiedersehen. Wiederschauen.